Das Udyat ist das Auge des Horus, des falkenköpfigen Himmelsgottes. Es symbolisiert Schutz und Macht, kann alle Rüstung verzaubern. Mhm. Okay, damit habe ich meine Hausaufgabe erledigt und brauche das nicht mehr machen. Shane, Shane, so einfach geht das nun mal. Hm. Also wie viel Zeug man hier so findet. Ja, cool. Konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ob das wirklich so viel war, denn ich bild mir ein, später, wenn es dann um diese arkanen Formeln ging. Okay, das, ja, da habe ich das ja auch über Speedruns gemacht. Das ganze Equip da, nicht geglitscht, nein, ich bin, das kann man nur über Speedruns sich wirklich holen. Wenn man das nämlich über ein normales Spiel macht, dann spielt man sich adlig, ja. Deswegen Speedruns, einfach immer wieder Telkine rennen, zu Tode rennen. Das ist die beste Variante, denn da droppt er dann halt diese Pinata raus und aus diesen Pinatas droppt man auch relativ gute Gegenstände raus. Und durch den X-Max hat man ja immer mehr als einen Telkin vor sich zu stehen. Und dann pro Telkin eine Pinata ist besser als irgendwo nur eine Truhe zu stehen zu haben, ja. So kann man sich das sparen, das Spiel immer wieder neu zu starten, um die Gegner zurückzusetzen. Da kann man mit einem Run das so darstellen, als ob man drei Runs gerannt ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe. Ich erkläre es dann bei diesen Telkin. Wenn wir jetzt hier bei den ägyptischen Telkin sind, da werden wir jetzt dann mal so, da habe ich jetzt einfach mal so beschlossen, ein, zwei Speedruns mal durchziehen. Dann werde ich euch zeigen, wie man das so machen könnte. Wie ich es immer gemacht habe. Und ich hoffe natürlich, dass das dann auch alles so nahtlos funktioniert, so einwandfrei, wie ich es mir geplant habe. Und dass ich dann auch mal ein, zwei blaue Gegenstände finde, welche uns von der Sache her super unterstützen werden. Sind wir gespannt. Sind wir sehr gespannt, ob das so klappt. Müssen wir abwarten. Level Up hatten wir ja auch gerade, jetzt sind wir Stufe 31. So, zack, die hätten wir auch. Upp, upp. Jetzt habe ich da wieder gelbes Zeug aufgehoben, was ich gar nicht brauchte. Das Gold ist natürlich gut, aber hätte der... Na okay, hier, auf dieses Gold kann ich auch verzichten. Na, das ist Blutgold. Das brauche ich nicht. Da klebt das Blut Unschuldiger dran, deswegen nehme ich das nicht mit. Ei, Haufen kleine Geier wieder. Zack! Ihr seid down. Ja, also für diese Feststellung hätte ich einen Nobelpreis verdient, oder? Mhm. Okay, und zack. Immer schön das Mana klauen. Ja, so läuft das. So muss das, so muss das. Okay, hier haben wir diese zwei schicken Statuen. Hm, wieder ein erkranktes Gefieder, ein bisschen Gold und ab hier in die Höhle. Aber vorerst wollte ich noch... Zack. So, jetzt können wir hier irgendwas Neues lernen? Ja, Reduktion... ach, hier kommt einmal eins rein und da noch eins rein. Jetzt brauchen wir sage und schreibe 8 Punkte für, ja, für Vollständigkeit in der Verteidigungsmeisterschaft. Aber hier haben wir zum einen Eiserner Wille, das Lähmungswiderstand plus 30%, Reduktion der Gefangenschaftsdauer, Reduktion der Frostdauer und 30% Fähigkeitsstörungsschutz. Also das ist schon mal nett.
Und hier, ach so, genau, da haben wir den Schildblock einfach mal hochgeholt. Hochgehoben um 5%. Das können wir natürlich dann auch noch weiter scalen. Aber jetzt haben wir zumindest unseren Verteidigungsbuff schon mal ein bisschen geupgradet. Unser Ziel steht immer noch hin, Meister in der Verteidigung zu werden. Ja, das wird auch alles noch geschehen. Sogar relativ zeitnah. Den nächsten Leveln. Wir brauchen allein 3 Level, um dann das zu schaffen. Aber hey, ich kann euch nicht versprechen, ob wir das noch in Ägypten schaffen, aber wir sind guter Dinge. Wir sind echt guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Aber ich sag mal, wenn es hier so weitergeht und dann, okay, durch 1, 2 Speedruns. Wie schon gesagt, müssen wir schauen, kriegen wir hin. Und notfalls sind wir dann halt in Orient. Da kriegen wir auf alle Fälle die 3 Stufen hin. Oh, diese Schattenläufer. Ei. Bam! Diesen, Adepten haben wir auch. Zack. Ah. Haufen Skelette sind down gegangen. Oh Mann, das wäre ein Paradies für meinen Hund. An den ganzen Knochen sich zu laben. Aber ich glaube, da ist ja auch gar kein Fleisch mehr dran an den Dingern und somit. Da wahrscheinlich auch der Spaß hier auf meinen Hund wechseln. Okay, das hätten wir. Hier haben wir noch Geister. Geister! Geister! Aber das war ja jetzt hier auch wieder so eine richtig geile Grabkammer. Das ist ja sowas von sinnlos. Bloß nicht aufregen. Bloß nicht aufregen. Das ist nicht gut für die Nerven. Oh, aber es ist Tag. Das ist doch schon mal Shane. Und wir können jetzt hier wieder Geier töten an der Oberfläche. Das sieht aus wie ein dickes Krokodil, was da auf und ab läuft. Jo. Bam! Bernstein in... Boah, wie? Jetzt muss ich nochmal lesen. Wir haben gefunden... Bernstein... Flakon. Okay. Okay, ich weiß nicht, hatten wir das schon? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bernstein Flakon. Müssen wir gleich mal gucken. Wir sind ja jetzt hier schon mittlerweile fast in Themen. Wir laufen jetzt hier nur noch mal kurz auf und ab. Die ganzen Monster noch töten, die ganzen hier Magier. Die denken uns überhaupt was entgegensetzen zu können. Was nicht der Fall ist. In keinem Fall ist das der Fall, ja, also. Jo, auch. Hier ist auch nichts weiter. Ja, ich guck lieber nochmal sicherheitshalber nach Equip, was hier rumliegt. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche Artefakte rumliegen lassen. Beziehungsweise die Pläne für die Artefakte. Denn es ist ja mal schnell übersehen, so ein türkisenes Ding. So eine türkisene Schrift. So. Und ab rein. Lasst mich rein, Freunde! Tempel des Seth! Seht ihr? Brauchst du Lagerplatz für etwas?
Nö, das haben wir auf alle Fälle noch nicht. Also, wir brauchen Artemis-Bogen sehen. Wir brauchen einmal reines Gefieder. Oh, das sieht schlecht aus. Reines Gefieder haben wir nicht. Das ist natürlich schon wieder Kacke. Wir haben ja alles 300.000 Mal, aber kein reines Gefieder. Ach, Artemis-Bogen sind, können wir auch wieder zurückpacken. Also wenn wir kein reines Gefieder haben, dann können wir uns das auch sparen. Schildkrötenpanzer hätten wir auch gehabt, aber kein reines Gefieder. Hm. Ja, das ist nur, weil es hier in Ägypten keine reinen Vögel gibt. Ne? Das sind ja hier alles so eine verzausten, mit Pest infizierten, ja, ekligen Viecher. Oh ja, hier haben wir noch ein Portal. Die aussehen, als ob sie jeden Moment sterben könnten. Gut. So, jetzt bin ich mal dafür, dass wir mit allen quatschen. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst, du wirst keine besseren finden. So, schauen wir doch mal selbst. So, hier, das wollen wir einfach mal mit dahin. Bis dann. So, quatschen wir mal mit dem Typen. Ach, die Toten. In diesen Zeiten gibt es so viele Tote. Als Ägypten noch unbehelligt war, wurden alle mit dem Buch der Toten beerdigt. In diesem Buch stehen viele Zauber und andere Dinge, die man wissen muss, um sicher durch das Königreich der Toten zu gelangen. Nachdem sie an den Dämonen und Monstern vorbeigekommen sind, erreichen sie die Hallen der Toten. Dort wiegt Osiris ihr Herz auf der Waage der Gerechtigkeit. Auf der einen Seite das Herz, auf der anderen die Feder der Wahrheit. Wenn sie im Leben tückisch waren, dann ist das Herz schwer und sie werden zu dem Monster Ammut, dem Seelenfresser, geworfen. Aber wenn das Herz leicht ist, dann sind sie frei, bekommen eine zweite Chance im Land der Toten. Aha. Finde ich auch mal interessant, das mit dieser Feder und dieser Waage der Gerechtigkeit. Hast du schon das Neueste gehört? Ein schreckliches Monster war hier. Sie nennen es den Meister der Bestien. Kreaturen des Sandes folgen ihm wie loyale Hunde. Ui, das könnte auch glatt der Telkine sein. So. Sei gegrüßt, Krieger. Wie bist du lebend hierher gekommen? Die Monster haben jeden auf den Straßen getötet. Ich habe eine große Gruppe Monster gesehen, die von einem schrecklichen Zauberer angeführt wurde, der nach dunkler Macht roch. Das muss der Telkine gewesen sein. Es war ein schreckenerregender Anblick. Sie gingen einfach durch den Tempel und durch das Tor, bis hin zum Tal der Könige. Und? Pass mal auf, wer dem hinterherläuft. Und ihn fertig macht und ihn besiegt, Junge. Alle fragen, woher die Monster kommen. Das ist doch klar wie der Tag. Sie wurden von den Feinden der Götter geschickt. Wow. Ja. Genau, das ist natürlich ganz einfach und logisch. Und wo sind die Feinde der Götter? Der, den sie einen Telkine nennen, ist hier durchgekommen. Als er kam, flohen wir alle, denn wir waren Feiglinge. Aber unser Oberpriester Nebkemi stellte sich vor den Schreckenszauberer. Mit hoch erhobenem Stab und ausgestreckten Armen bekämpfte er ihn. Jedoch wendete der Telkine den Zauber gegen Nebkemi. Unser mutiger Oberpriester wurde verändert, völlig umgeformt. Er ist nun einer von ihnen. Hier, neue Quest, der korrupte Priester, ja, ernsthaft, der hat gekämpft und wird jetzt als korrupter Priester abgestempelt. Ach, ihr seid auch Menschen, ey. Menschen der Herzen. Gut. Also das hätten wir hier alles soweit erkundet und dann kann ich ja jetzt, dann werde ich noch eine Aufnahmepause hier bei diesem Brunnen vollführen und wir werden dem schönen Telkin dann in der nächsten Aufnahme ordentlich in den Arsch treten und dann werde ich euch auch versprechen, dass wir ein, zwei Speedruns mit diesem Telkin anstellen und dass ich euch dann mal näher erläutere, wie man, okay, ich werde es euch einfach zeigen, erläutern ist für was für Weicheier, ich werde es euch einfach zeigen. Gut, bis dahin. Euer Metas, haut rein!